Ich bin Neoblade und das ist ein Update für die Units von Legacy of the Void, aber auch den hier zu sehenden Arcan Mode. Ja, der Arcan Mode ist sowas wie Makro-Mikro in der Arcade. Könnt ihr suchen, heute schon ausprobieren den Makro-Mikro-Mode. Mit dem Unterschied, dass alle Units von beiden Spielern gesteuert werden können und man sich sehr, sehr gut absprechen muss, dass nicht beide gleichzeitig versuchen, die gleiche Unit zu steuern. Das gab es in Team Games aber auch schon. Weiterhin hat sich die Economy komplett geändert, nämlich es gibt jetzt Mineralienfelder mit 1500 und 900. Hier sehen wir gerade die Möglichkeit, dass A-Move verbessert worden ist, weil einfach Stalker zum Beispiel nicht mehr in die Units reinlaufen. Terrans sind geändert worden, in dem Sinn, dass der Cyclone dazugekommen ist. Der kostet 150, 150, wird in 32 Sekunden gebaut und kostet 3 Supply. Man sieht hier die Lock-on-Range. Und sobald allerdings von der Infester hier die 12er Range nicht mehr, also nicht mehr drin ist, hört der Lock-on auch auf. Siege Tanks können mit Medivacs im gesiegten Modus aufgehoben werden und woanders hingebracht werden. Pickup nennen die das. Es gibt für den Battlecruiser die Möglichkeit, irgendwo hinzuspringen. Werden wir alles im Einzelnen noch sehen. Zu den Zergs. Es gibt eine neue Unit, die heißt der Ravager. Kostet 100, 100. Bauzeit 28 Sekunden und 3 Supply. Der hat den Spell, der Force Fields auflösen kann. Die nächste Unit ist aus Brutwar bekannt. Der Lurker. Kostet 150, 150 Gesamtkosten. Bauzeit 42 Sekunden und 3 Supply mit einer Startrange von 9. Das war mal anders, ist aber im Moment 9. Alles kann noch geändert werden. Der Corruptor hat eine Fähigkeit Caustic Spray, 7 Schaden über 4,3 Sekunden und das erweitert sich dann bis zu 35 Schaden pro Sekunde, bis dann die Gebäude halt tot sind. Die Viper hat eine Fähigkeit, die man hier sieht, die Parasitic Bomb heißt, doch denke ich mal, 90 Schaden über 7 Sekunden. Sehr, sehr heftig gegen, also hilft nur gegen Air-Units und wirkt auch relativ, also wie gesagt, diese 7 Sekunden. Bleibt noch an der Stelle, wenn die Units zerstört ist, also das heißt, weitere Units können reinfliegen. Der Swarm Host ist komplett geändert worden, aber das könnt ihr in Heart of the Swarm selber schon ausprobieren, was ihr hier seht. Protoss hat ebenfalls neue Units bekommen, nämlich den Adepten. Der kostet 125, 27 Sekunden Bauzeit, 2 Supply und der Adept kann einen Schatten von sich versenden, womit man sehr, sehr gut scouten kann, aber halt auch an Bunkern vorbei in die terranische Basis, um die Ecoline zu harassen. Generell ist der Adept sehr, sehr, sehr gut gegen Arbeiter. Das hier ist der Disruptor. Der Disruptor kostet 150 Mineralien und 300 Gas, 43 Sekunden Bauzeit und 4 Supply. Unglaublich mikrointensiv, aber auch unglaublich heftig, wenn das Mikro erfolgreich ist. Das War Prison kann mittlerweile Units von weit weg holen, wie man das hier sieht. Das soll das Harassment durch das War Prison verstärken in Legacy of the Void. Und das Oracle hat eine neue Fähigkeit bekommen, die nennt sich Stasis Ward. Die ist gecloaked, das werden wir auch noch in weiteren Videos sehen. Und hält halt Units auf, die dadurch sich nicht mehr bewegen können, aber auch nicht mehr Schaden nehmen können. Das hier ist der Tempest, der die neue Fähigkeit bekommen hat, Disintegration. Die macht 550 Schaden über 80 Sekunden. Und ein Terraner ist nicht in der Lage, das zu reparieren, sowie andere Heilfähigkeiten können darauf nicht wirken darauf nicht. Ja, das sind so die
großen Changes. Der Immortal hat eine neue Fertigkeit bekommen, die heißt Barrier, die Schilde um 200 erhöht. Und das ist so das Große und Ganze zum ersten Teil. Alle neuen Units wurden gezeigt und in die Einzelbetrachtung gehen wir im nächsten Teil. Wir sind im zweiten Teil. Es geht um den Cyclone. Der kostet 150 Mineralien, 150 Gas und 3 Supply mit einer Bauzeit von 56 Sekunden. Der Kampf hat hier schon begonnen. Ich bedanke mich bei Herr und Shuraksh, die mir geholfen haben, hier diese Unit-Tests zu machen. Der Cyclone wird sich jetzt hier diesen Stalker schnappen, weil der Stalker für den Cyclone gefährlicher ist als diese Zealots. Und diese Zealots können jetzt unendlich gekitet werden, aber der Cyclone hat auch einen Cooldown, währenddessen er die Lock-On-Fähigkeit nicht benutzen kann. Man sieht es jetzt hier, da ist der Cooldown. Und der Zealot ist weggelaufen. Der Cyclone ist ein bisschen beschädigt. Man wird sehen, dass der Cyclone jetzt gegen zwei Stalker kämpft. Er ist also im TVP eine sehr gute Harass-Unit. Aber man muss natürlich dazu sagen, da der Cyclone in der Factory gebaut wird, kann der Protoss problemlos drei Stalker haben. Der Protoss muss halt aber auf die Factory reagieren. Er muss die Factory scouten. Hier hat man wieder den Cooldown gesehen. Und gegen zwei Stalker kann man besser micronen. Ich glaube nicht, dass der Cyclone so viel Damage bekommen muss. Jetzt sehen wir das Ganze gegen drei Stalker, glaube ich. Die Zeit hat sich, wie gesagt, verändert. Deswegen, wenn man Faster mal 2 macht und so, da gibt es entweder noch Bugs. Oder es ist geplant so, das weiß ich noch nicht. Jetzt ist der Cyclone wieder aufgeladen, hat wieder die Lock-On-Fähigkeit und beginnt mit einer Basisreichweite von 12, die auf 15 geupgradet werden kann. Der Cyclone kann nicht mehr, wie zu Beginn der Beta, in die Luft schießen. Das heißt also, ein Protoss kann mit Phoenixen eröffnen, dann ist der Cyclone ungefährlich, bis er das Upgrade hat. Und man sieht hier, dass der Stalker out of range gerannt ist. Auch das, denke ich, kann man mit gutem Micro verhindern. Jetzt kommt ein Cyclone gegen drei Stalker. Ich bin relativ sicher, dass man, wenn der Terraner einen Cyclone draußen hat, der Protoss drei Stalker draußen haben kann. Und hier gab es ein Miss-Micro. Normalerweise gewinnen drei Stalker gegen einen Cyclone. Aber hier wird es der Stalker wahrscheinlich nicht schaffen, die drei Stalker. Doch, Cyclone getötet. Gut, das wird der Stalker nicht überleben. Schon alleine nicht mit dem normalen Damage. Ich glaube, wir sehen jetzt gleich nochmal drei Stalker gegen einen Cyclone. Bin mal gespannt. Ich meine aber, wir hätten es nochmal getestet, um das Micro verbessert zu zeigen. So, da sind die drei Stalker. Und hier gelingt mir das Micro mit den Stalkern besser. Ich mache nämlich Pull-Micro. Das bedeutet, ich gehe aus dem Lockout raus, aus der Range, und habe dann halt wiederum zwei Stalker, die den Cyclone angreifen. Müsste mit diesem jetzt auch wieder außerhalb der Range gehen.
und mit drei Stalkern ist es möglich, gegen den Cyclone zu micro. Das war die erste Vorstellung der Unit mit realen Tests, wie sie denn Probleme machen können. Also Beispiel, wir haben bereits im November so ein Showmatch gesehen vom Arcan Mode. Die Terraner haben einfach auf Cyclones getaggt. Die beiden Protoss-Spieler waren nicht in der Lage, das zu scouten oder haben es nicht gescoutet, haben nicht richtig reagiert auf die ganze Geschichte. Und hier sieht man nochmal das Micro von einem Cyclone gegen zwei Stalker. Das war's für den Cyclone erstmal und wir machen gleich mit anderen Units weiter. Nächste Szene gefunden. Hier sehen wir eine mögliche Szene im Midgame.
wie der Disruptor dabei helfen kann, Ling Run Rise zu verhindern. Generell würde hier aber auch der Army Value reichen. Und wir werden jetzt auch noch die neue Fähigkeit von den Corruptern sehen. Und zwar, vorher sehen wir noch Roaches gegen Disruptor und andere Units vom Protoss. So, hier zeigen wir erstmal eine Roach. Und die Roach kann dem Disruptor nicht entkommen, sobald er das Energiefeld aktiviert hat. Das wollten wir einfach mal testen, um zu schauen. Linge können wegrennen, Roaches, die also auch schon das Upgrade haben, können nicht wegrennen. Ich habe immer ein bisschen gebraucht, bis ich meine Units zusammenstellen konnte, aber generell werde ich jetzt auch mal mit Colossi arbeiten. Hier sieht man Warp Prison. Und wieder das Fail, also ich kann das Disruptor Micro noch überhaupt nicht. Man sieht hier, dass das Warp Prism die Units auch von weit entfernt einladen kann. So, da hat man jetzt eigentlich gesehen, wie die Arbeiter explodieren. Und schauen wir mal, was als nächstes passiert. Ich glaube, hier kommen jetzt die Disruptor versus Roaches. Gehen wir mal ein bisschen zurück, damit wir den Kampf auch ordentlich sehen. Also Stalker, Disruptor, Roaches. Wieder die Disruptor alle auf einer Stelle. Deswegen kaum Schaden gemacht. Und die Roaches gewinnen. Mit ordentlichem Micro hätten die Roaches hier nicht überlebt. Oder nur wenige davon. Also Herr splittet hier seine Units auch ordentlich, macht eine ordentliche Konkave. So, hier mache ich jetzt ordentliches Disruptor Micro. Ich zeige es nochmal. Es ist auch nicht super effektiv, weil halt der Zerg schon in der Konkave steht. Ich mache das jetzt auch mal langsam. Da kommen die Units. In diesem Energiefeldmodus können die Disruptor durch die eigenen Units durchfahren, wie man gesehen hat. Ich zeige es hier nochmal. Jetzt fahren die Units mit dem Energiefeld durch und töten hier die Roaches. Sind jetzt allerdings halt auch sofort exponiert. Und die Roaches könnten sie sofort fokussen. Das heißt also, man sollte einen Warp Prism dabei haben, um die Disruptor sofort einzuladen und zu retten. Man sieht hier, dass der Kolossus immer noch seinen Schaden macht, weniger Schaden als früher, und er braucht immer noch Support Units. Der Zerg hatte hier jetzt aber einfach mehr. Gut, das war's für diese Unit und wir machen mit den nächsten Units gleich weiter. Das ist der nächste Teil für die Units von Legacy of the Void. Wir sehen hier die Fähigkeit des Ravagers Corrosive Bile, die
die altbekannte Fähigkeit des Zurückwarpens und sehen jetzt hier nochmal den Disruptor, dieses Mal im realen Einsatz. Er wird jetzt hier sehr, sehr krassen Schaden machen. Kann dann mit dem Warp Prism gerettet werden und ich glaube, dass diese Fähigkeit extrem wichtig ist. Ansonsten wäre hier der Disruptor gestorben. Trotzdem fällt hier dieser Nexus. Ein paar Sonden werden durch Corrosive Bile getötet, zeige ich gerade nochmal. Hier kommen sie hin. Und das Stasis Ward hier ist nicht so richtig eingesetzt worden. Die altbekannte Technik Ling einbauen, um Exit zu blocken, funktioniert selbstverständlich auch. Verwirrt hier den Protoss, wie man sehen kann. Aber wir sind weiter in dem Unit für Disruptor, die ich hier einfach nochmal zeigen möchte im realen Kampf. Also das hier war ein reales Spiel zwischen Shuraksh und Herr. Werde ich, denke ich mal, nochmal komplett casten. Weil also hier war nicht Micro oder Unit Composition das Problem, sondern gravierende Makrofehler auf beiden Seiten. Hier sehr, sehr schön, also extrem schönes Micro an der Stelle. Der Mothership Core wird getroffen und zerstört hier, wird durch die Micro-Fähigkeit zerstört, aber auch wenn das Micro hier nicht perfekt ist, diese vier Disruptor hauen halt richtig rein, sie hätten noch mehr Schaden machen können. Ich zeige den Effekt nochmal, das hätte man von Micro noch besser machen können, aber auch der Zerg hätte besseres Counter-Micro machen können. Die Disruptor gehen wieder durch die eigenen Units durch, er müsste hier splitten, der Zerg, und verliert ganz viele Ravager. Das soll es zum Disruptor-Micro und zum Disruptor selber gewesen sein. Richtig gut erst in der Kombination mit dem Warp Prism oder halt zu anderen Support-Units. Generell, glaube ich, habe ich jetzt das meiste gezeigt, was um den Disruptor geht. Schreibt bitte in die Kommentare, wenn ihr bestimmte Units sehen wollt. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und eine tolle gute Aufmerksamkeit. Aber es kommen noch die Sachen... Tolle Aufmerksamkeit. Ich bin etwas nervös, weil es hier irgendwie um neue Units geht. Es kommen noch die Sachen zum Oracle und zum Stasis Ward. Bis dahin. Wir sind im nächsten Teil und ich möchte hier auf das Stasis Ward eingehen, die neue Fähigkeit vom Oracle. Die Animation sieht so aus und man sieht hier, dass die Stasis Ward diese Range hat, diese Echse hier blockiert, also wenn hier jetzt eine Unit rankommt, dann wird sie geblockt werden, allerdings halt nur einmal. Und wenn dann der Zeitraum des Blocks vorbei ist, dann kann sie die Echse hier bauen. Man sieht auch schon, dass man die Stasis Ward benutzen kann, um auf der Minimap leichte Vision zu bekommen. Die Range ist halt sehr, sehr, sehr begrenzt. Und ich habe diesbezüglich jetzt auch an dieser Stelle mal einen Pylon gebaut, um zu zeigen, dass also selbst eine Sonde eine höhere Vision bietet, dass, wenn die Sonde hier jetzt gleich wegfährt, der fertige Pylon eine höhere Range bietet. Das heißt also, wenn man die Minimap beobachten will, sind Pylons gegen Terraner-Drops generell rein von dem
von der Range der Vision besser, aber der Terraner kann halt die Stasis Ward nicht sehen, weil sie gecloaked ist. Und man kann sehr gut Echsen damit blocken. Aber generell, wenn man halt zum Beispiel möchte, dass hier diese Rampe, wenn der Gegner da runterkommt, dass man das auf der Minimap sehen möchte, dann kann man natürlich Observer benutzen, aber auch diese Stasis Ward, um die Army erstmal aufzuhalten. Im nächsten Teil werden wir die Oracles und die Stasis Ward im realen Einsatz sehen. Ich zeige jetzt die nächste Fähigkeit der Stasis Ward und man sieht, wie die Oracles jetzt in eine Ecoline fliegen, wo ein Sporsch steht. Die Stasis Ward kann also abgeschlossen werden, wird allerdings auch dafür zerstört. Und man sieht, wie dann das Mining mit der Stasis Ward unterbunden werden kann. Hier wurde letztendlich jetzt ein Oracle dafür getauscht. Das kann man allerdings natürlich auch besser machen, indem man hier die Stasis Ward hinbaut. Und dann sollten diese Units hier ja, da habe ich mich gerade geirrt. Also das Stasis Ward hat hier nichts gebracht. Bedeutet, ein bestehendes, das wusste ich bisher auch nicht, ein Units, die bereits im Stasis Ward sind, lösen das nächste Stasis Ward auch nochmal aus. Also bedeutet, der Protoss muss gucken, alles klar, ist das Stasis Ward abgelaufen. Ansonsten ist das hier irrelevant, was er hier tut. Man sieht es hier. Die Zeit, die das Stasis Ward läuft, wird sich jetzt durch dieses Stasis Ward nicht verlängern. Gut, das war's insgesamt zu der Fähigkeit Stasis Ward. Die anderen Effekte habt ihr bereits gesehen oder könnt ihr in den Blizzard-Videos nachschauen. Und das war's generell erstmal zum Stasis Ward. Wir sind im letzten Teil dieses Videos zu den Legacy of the Void Units und beobachten die Banshee. Es war mal geplant, die Banshee bereits mit Cloak zu starten. Ich glaube, jetzt kommt hier die erste Banshee raus. Halten wir mal an. Die Banshee kann nicht direkt Cloak verwenden. Das war mal geplant in der Legacy of the Void Beta, ist aber Stand 1. 2. Mai. Also wir haben heute den 2. Mai nicht so. Man muss Cloak erforschen, so wie es hier auch passiert. Die Banshee wurde in Legacy of the Void geändert und hat über den Fusion Core, man sieht es hier bei den Requirements, die Möglichkeit, das Upgrade Hyperflight Rotors oder Rotors zu bekommen für 200-200. Damit wird der Movement Speed der Banshee erhöht. Im Moment ist das ZVT oder auch das TVZ so, dass im Midgame, Late Game sehr oft Hellbat, Banshee, Cyclones gespielt wird. Ganz wichtig ist jedoch, und das werden wir hier in diesem Replay nicht sehen, dass man für die Cyclones das Surface-to-Air-Targeting-Upgrade erforscht, was ebenfalls im Fusion Core passiert. Wir werden es gleich im nächsten Replay sehen. Ich habe Herr und Shurak'sh das gegeneinander spielen lassen, also sie haben mir dabei geholfen. Und im ersten Replay wurde das vergessen. Das kann man sich dann jetzt hier gleich mal anschauen, was dann passiert. Das ist ein super wichtiges Upgrade, um gegen Zerg dann zu bestehen. Weil ansonsten hat diese Army hier, diese Unit Composition, keinerlei Möglichkeit, eher anzugreifen. Und dann schauen wir uns jetzt mal den Kampf an. Es gibt einen möglichen Bug, dass der Cyclone automatisch Changelinge detekten kann. Upgrade complete.
Ich habe aus Versehen gerade auf. Das war nicht so gut. Der Fehler tut mir leid. Hier werden wir jetzt wieder sehen, dass die Changelinge abgeschossen werden. Cloaked wird hier noch nicht eingesetzt, aber es sind auch genug Overseer da. Hier werden Broodlords eingesetzt, wofür das Upgrade der Cyclones in die Luft schießen zu können super wichtig ist. Army Value ist der Zerg vorne. Und er kann halt jetzt gegen die Broodlords nichts machen, weil er das Upgrade vergessen hat, der Terraner. Das ist, wir sind halt alle noch neu in Legacy of the Void. Und auch noch, beide sind, Shurak'sh ist auch Zerg. Das heißt also, Off-Race war hier am Start. Von daher können solche Fehler mal passieren. Aber letztendlich könnt ihr das durch Scouting als Zergs herausfinden, hat der Terraner das Upgrade schon oder nicht. Ihr könnt es ja auch letztendlich problemlos daran sehen, ob der Fusion Core beim Terraner irgendwo steht oder nicht. Klar kann der Terraner natürlich den Fusion Core auch versteckt bauen, aber das sind so die Möglichkeiten, die man scouting-technisch hätte. Wir zeigen das aber auch nochmal mit einer anderen Unit Composition und dann haben die Cyclones auch das Air Upgrade. Es wurde auch vergessen, hier Blue Flame zu erforschen. Alles wichtige Upgrades. Abschließend sehen wir ein Video, das eine typische Mid-Game- und Late-Game-Composition zeigt. Und dieses Mal auch mit dem Cyclone-Update, wo der Cyclone in die Luft schießen kann. Surface-to-Air-Targeting ist hier, wie gesagt, aktiviert. Und er hat hier gescannt, dass hier Lurkers sind, die extrem Schaden machen. Mineral Field depleted. Sehr gute Unit. Und wir sehen jetzt auch, wie hier die Units eingesetzt werden. Mineral Field depleted. Der Terraner entschließt sich dazu, eine die Hedge da rauszunehmen. Der Terraner scannt. Jetzt kommt es hier zum Kampf. Das Micro ist hier übertrieben. Also natürlich kann der Terraner wegrennen, aber der Terraner kann halt auch keinen Schaden machen. Und die Ultras sind ähnlich schnell. Aber wir sehen, dass der Zerg hat keine Observer dabei und verliert deswegen alles. Also generell kommt es halt immer noch auf gutes Unit Control an. Der Zerg hat sich dazu entschieden, die Lurker einzugraben und hier anzugreifen. Jetzt muss gescannt werden. Man könnte die Planetary Fortress selbstverständlich auch reparieren. Auch das wird hier, glaube ich, vergessen. Aber die Lurker sind jetzt keine Gefahr mehr. Lurker brauchen Support Units, wenn Lufteinheiten da sind. Aber das, was Zerg stark macht, ist ganz klar Tech Switch. Und der Zerg hat halt aufgrund seines besseren Income auch einfach die Units wieder nachgebaut, hat den höheren Army Value. Und damit fallen jetzt die Bases vom Terraner. Noch ist das Income ausgeglichen. Research complete. Vespin Geyser, aber sobald die Mules nicht mehr geworfen werden, geht das Income dramatisch nach unten. Einfach weil das Expansion Timing vom Terraner nicht so gut war wie das vom Zerg.
Der Zerg hat einfach mehr Bases gebaut. War allerdings natürlich auch einfach hier nur ein Test. Hier werden jetzt die 47 Mutas gebaut, die einfach sehr, sehr schnell dazu führen, dass weitere Bases vom Terraner fallen. Der Zerg nutzt also seinen Eco-Vorteil und will seinen Eco-Vorteil auch weiter ausbauen. Und mit den Mutas kann der Zerg weitere Bases vom Terraner verhindern. Army Value ist der Zerg gerade im Bereich Gas meilenweit vorne. So, jetzt sieht man, die Cyclones können nicht genug Schaden gegen die Mutas machen. Und Banshees und Hellbats können halt eben nicht in die Luft schießen. Also hier hätte der Terraner dann Tors bauen müssen, die natürlich super langsam sind, aber super Schaden gegen so viele Mutas machen. Aber weil der Zerg eben gesehen hat, dass nicht genug Tors auf dem Feld sind, nämlich 0, und keine Vikings, hat er sich dann für diese Mutas halt auch entschieden. Linge nehmen dann hier, Cracklinge, es gibt ein neues Upgrade für, also neues Upgrade ist falsch. Das Upgrade Adrenal Glands ist auf 40% Schaden Output erhöht worden. Das heißt also, das waren, da bin ich nicht sicher, ich glaube, es waren früher 16 oder 17%. Auf jeden Fall erhöht sich jetzt der Schaden durch Adrenal Glands um 40%. Und deswegen nehmen Cracklinge halt sehr, sehr schnell auch Bases auseinander. Bedeutet, die Mutas sind an der einen Stelle, die Zerklinge an der anderen Stelle. Und damit sieht das Income vom Terraner jetzt so aus und es ist GG. Generell sollte das aber hier nicht nur den Kampf zeigen, sondern es sollte zeigen, wie die Unit Compositions vom Midgame und Late Game ZVT, TVZ aussehen. Wenn ihr euch irgendwelche Unit Composition wünscht, die ihr in irgendeinem Stream gesehen habt, bitte den Stream auch in die Kommentare schreiben. Ich zeige gerne andere Unit Compositions, aber für ein Video kann ich definitiv nicht alle Unit Compositions zeigen und alle Varianten und Möglichkeiten. Aber man sieht halt, wie wichtig es ist, in Legacy of the Void weitere Bases zu nehmen. Auch wenn man hier dann sieht, wie die Linge kaputt gemacht werden von den Hellbats. Das war's von dieser Seite und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bitte abonniert meinen Channel, falls ihr über Updates, was Legacy of the Void betrifft, auf dem Laufenden gehalten werden möchtet. Bis demnächst.